Für diese Arbeiter ist im vergangenen Herbst eine Welt zusammengebrochen. Ihr Arbeitgeber, eine Filiale des globalen Stahlproduzenten NLMK, hat zugemacht. Die Gruppe fand für das Werk in Beautor, nordöstlich von Paris, keinen Käufer. Mit ihren rund 200 Angestellten war die Firma ein Pfeiler der lokalen Wirtschaft, mehr als 100 Jahre lang. Die Arbeiter können nicht verstehen, wie die Regierung das einfach geschehen lassen konnte. Der Staat sollte doch eigentlich seine Industrien schützen. Vor allem in kleinen Kommunen auf dem Land. Wir waren wirklich ein sehr gut ausgebildetes Team. Der Staat hätte protektionistischer sein müssen. So wie in Belgien. Da hat die Regierung 49% des NLMK-Werkes gekauft. Warum geht das denn nicht in Frankreich? Enttäuscht von der Regierung und insgesamt von den etablierten Parteien. So manch einer der ehemaligen Stahlarbeiter, wie der 50-jährige Alain Scotch, wird deshalb bei den Präsidentschaftswahlen im April radikal stimmen. Ob Sozialisten oder Republikaner, die haben doch alle nichts für uns getan. Ich werde deswegen nun Front National wählen. Der wird wenigstens alle ausländischen Arbeiter zurück in ihre Länder schicken. Dann kriegen wir deren Jobs. Ich glaube nämlich, hier nehmen uns viele Ausländer die Arbeit weg. Dabei sollten wir Franzosen doch Vorrang haben. NLMK ist kein Einzelfall. Über die vergangenen Jahrzehnte haben zahlreiche Unternehmen im Departement Aisne geschlossen. Die Arbeitslosigkeit liegt in manchen Orten bei über 16%. Die Bewohner fühlen sich abgehängt. Der rechtsextreme Front National kann damit seinen Thesen punkten und stellt seit 2015 vier Bürgermeister. Einer von ihnen, Franck Briffaut in Villers-Cotterêts. Protektionismus gehört bei ihm zum guten Ton. Mit Zöllen werden wir der unfairen Konkurrenz aus dem Ausland ein Ende bereiten. Und der Euro ist schlecht für uns. Wegen ihm können wir unsere Exporte nicht durch einen niedrigen Wechselkurs fördern, sondern nur durch niedrigere Löhne. Parolen, die an den US-Präsidenten Donald Trump erinnern. Denn auch er droht, mit Schutzzöllen die Wirtschaft abzuschotten. Donald Trump macht sich schon die richtigen Gedanken, auch wenn er natürlich im Interesse Amerikas handelt. Aber andere Länder werden folgen. Dies ist der Anfang vom Ende des globalen Freihandels. Die Menschen verstehen langsam, dass dieses System einfach nicht funktioniert. Dass Abschottung französischen Unternehmen schaden könnte, unter anderem denen, die für Importware künftig mehr zahlen müssten, das verneint Briffaut. Für ihn überwiegen die Risiken eines offenen Landes, auch gesellschaftlich. Es ist gefährlich, jedes Jahr 300.000 Ausländer ins Land zu lassen, die hier Parallelgesellschaften kreieren. Dieses Gutmenschentum muss endlich aufhören. Wir können uns nicht alle gut miteinander verstehen. Die Welt ist einfach nicht so. Donald Trumps neue Wirtschaftspolitik kommt hier an. Der Bürgermeister kennt viele, die Veränderungen wünschen, zum Beispiel die Immobilienmakler im Ort. Wir sehen bei vielen unserer Kunden, dass sie Schwierigkeiten haben, den Laden geöffnet zu halten wegen der starken Konkurrenz aus Osteuropa. Dort sind die Löhne viel niedriger als hier. Das schadet gerade kleinen Firmen. Donald Trump hat schon die richtigen Ideen. Es geht schließlich darum, Arbeit wieder zurück ins Land zu holen. Am Rande der Stadt liegt die Sägerei de Quecquerre. Der Fabrikleiter dort ist Eric Charpentier. Er meint, französische Unternehmen bräuchten einen gewissen Grad an Schutz, auch die Sägerei. Die muss sich mehr und mehr gegen Konkurrenten aus China durchsetzen, die französisches Rohholz in großem Stil aufkaufen. Abhilfe schaffen könnten da nur Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verpflichtung, das Holz in Frankreich zu verarbeiten. Wir suchen immer nach neuem Rohstoff, sonst steht unsere Fabrik still. Deswegen muss die Regierung dafür sorgen, dass das französische Rohholz in Frankreich bleibt, sodass wir hier unsere Holzproduktion aufrechterhalten können. Und auch die Europäische Union müsse etwas dafür tun, die heimische Industrie zu bewahren, so der Werkleiter.
Die EU sollte die Wirtschaft hier stärker abschirmen, in Sachen Import und Export. Sie könnte sich dabei durchaus von den protektionistischen Maßnahmen Chinas oder der USA inspirieren lassen. Nicht einmal Abschottung wird die Stahlfabrik NLMK wohl retten können. Die ehemaligen Angestellten versuchen, das so gut es geht zu verdauen, indem sie sich gegenseitig unterstützen. Aber nur 30 der 200 Arbeiter haben seitdem einen neuen Job gefunden. Wir treffen uns oft und versuchen, uns aufzuheitern. Vor allem, wenn einer von uns wieder so richtig verzweifelt ist und einen schlechten Tag hat. Dann sind wir füreinander da. Schließlich ist es unsere Firma ja nun nicht mehr. Aber kampflos aufgeben wollen die Arbeiter nicht. Sie haben Klage eingereicht und verlangen von der Firma höhere Abfindungen. Schließlich haben einige von ihnen praktisch ihr ganzes Leben in dem Unternehmen gearbeitet.